Herzlich willkommen bei Sag mal TV. Erik mein Name, das ist mein Kollege, Freund und Kameramann David. Hi. Hi, ich grüße euch. Und wir beide haben was Sensationelles in Planung. Wir hatten ja letztes Jahr, beziehungsweise dieses Jahr, 2016, im Sommer ja schon bei der Anime-Messe so ein Synchronsprecher-Panel gemacht. Und das Ganze machen wir 2017 wieder. Dann allerdings nicht nur mit 2 Wochen Vorbereitungszeit, sondern einen ganzen halben Jahr. Ein ganzes halbes ist auch gut. Wo findet das statt überhaupt? Also es wird diesmal in einer neuen Location stattfinden, nämlich im Kosmos in Friedrichshain in Berlin. Und natürlich wieder an einem Samstag. Aber diesmal haben wir natürlich einen größeren Umfang geplant als wie letztes Jahr. Wir wollen diesmal noch mehr euch bieten. Richtig. Und haben auch schon viel vorbereitet. Ja, und vor allem letztes Mal hatten wir nur 1 Stunde, jetzt haben wir 2 Stunden geplant, sagen wir mal. Aber Näheres dazu kommt noch. Denn wir machen das jetzt so, dass wir euch jeden Monat, wir sagen mal immer zum 1., am 1.1., am 1.2., stellen wir euch immer einen Synchronsprecher vor, der an dem Panel dabei sein wird. Da wir allerdings jetzt schon mit dem 1. anfangen und 6 Synchronsprecher einladen werden, endet das Ganze sozusagen am 1.5. Genau. Wer rechnen kann. Wir wollen natürlich, dass die Sprecher vor dem Programmheft natürlich auch noch präsentieren. Deswegen genau. Machen wir das Monat für Monat ab jetzt mit dem 1. Sprecher. Sozusagen. Und ich würde sagen, Erik, ich fange auch schon mal an, den 1. Sprecher für uns. Ja! Für euch. Wer ist denn der Erste, der beim Synchronsprecher-Panel 2017 auf der Anime-Messe dabei sein wird? Du darfst es enthüllen. Viele werden die Stimme kennen, vor allem aus Agame Kagill, aber natürlich auch aus vielen anderen Filmen und Animes. Und zwar haben wir Marieke Oeffinger. Marieke Oeffinger ist dabei, Leute. Stellt euch das vor. Wenn er so schon anfängt, wie soll es noch besser werden? Ja. Also Marieke Oeffinger hat gesprochen, Akame aus Akame Kill. Und Lilia aus Pokémon zum Beispiel hat aber auch noch ganz viele andere Sachen gesprochen. Also ihr kennt ihre Stimme auf jeden Fall und wenn nicht, lernt ihr sie kennen. Ganz einfach. Ja. So, wir haben natürlich auch noch mehr geplant, natürlich mit der freundlichen Unterstützung auch von der Anime-Messe Berlin. Denn wir haben für euch auch eine Tageskarte. Aber dazu kommt dann in den nächsten Videos noch eine ausführliche Erklärung, würde ich sagen, inwieweit wir diese verlosen werden. Naja, wir werden sie auf jeden Fall verlosen, denke ich mal. Aber mal sehen, was wir uns da für ein Rätsel einfallen lassen. Ihr müsst ja auch irgendwas dafür tun, weil wir können ja nicht einfach so eine Tageskarte verschenken. Ja, das geht ja gar nicht. Richtig. Das ist richtig. Es wollen ja immer alle dahin. Und wir auch übrigens. Ja, vielleicht behalten wir sie selber. Nein, wir sind ja sowieso da. Also. Ohne uns ist das Panel dann schlecht, aber also Leute, kommt zur Anime-Messe am 24.06. ins Kosmos Berlin. Nach Friedrichshain, in die Karl-Marx-Straße. War das nicht die Allee? Karl-Marx-Allee? Alle hier. Oder Straße. Egal, ihr werdet es finden, googelt es einfach. Ja, genau. Wir sehen uns wieder. Wir werden alles nochmal auf jeden Fall für euch verlinken in den Beschreibungen. Ja, das tun wir. Also in diesem Sinne, einen guten Rutsch ins nächste Jahr und wir hören uns am 1.1. wieder.